Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Videopodcast aus dem Blog. Gestern war ich nicht im Blog, sondern gestern war ich im Klömmchens Club am Tivoli, denn dort hat sich das Team 2 Hochshare vorgestellt. Am 2. Oktober sind ja bei der Jahreshauptversammlung der Alemannia Neuwahlen und das Team Hochshare stellt sich zur Wahl für das Präsidium, für das Präsidentenamt und natürlich auch, dass Mitglieder in den Aufsichtsrat gewählt werden. Ich war gestern dabei, habe mit meiner Kamera ein paar Videosequenzen aufgenommen, wo auch die wichtigsten Kernteam von dem Team Hochshare vorgestellt worden sind. Und das möchte ich euch einfach zeigen heute, damit ihr euch einen kleinen Eindruck davon mal machen könnt. Und ich habe euch hier unten mal verlinkt die neue Webseite vom Team Hochshare und auch gestern Abend ist die Facebook-Seite von ihnen auch online gegangen. Dort findet ihr auch alle Informationen. Wahrscheinlich auch zur gestrigen Veranstaltung, aber auch natürlich das Konzept, was das Team Hochshare hat und warum sie sich wählen lassen wollen, warum sie gewählt werden möchten und natürlich auch, wohin sie die Alemannia lenken und bewegen möchten in Zukunft, wenn sie denn auf der Jahreshauptversammlung gewählt werden. Ich wünsche euch viel Spaß, macht euch ein kleines eigenes Bild und ich kann euch nur empfehlen, dass ihr dann mal schaut auf deren Webseite und Facebook-Seite, wo weitere Veranstaltungen noch sind, wo man sie live treffen kann oder auch einfach die Leute selber anschreiben. Sie sind sehr kommunikativ und ich denke, wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr sie dort stellen. Sie wird euch garantiert beantwortet werden. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und nur der TSV. Wahlkampf immer so schön heißt, wird sich vorstellen, was ich zur Präsidiumswahl und zur Gremienwahl gestellt habe. Ja, wir machen das etwas einfacher. Vielen Dank für die Einladung. Kati, danke. Kannst du hier draußen stehen sein? Darf man weiterkommen? Okay. Also, wir machen das, weil man die Schilder jetzt wirklich nicht so gut lesen kann. Wir stellen uns einfach vor. Der Esel fängt an. Mein Name ist Ralf Hochscher, ich bin seit ein paar Tagen 45 Jahre alt, Inhaber des Visitatus Pflegedienst. Wir hatten gerade schon eine erste kleine Dienstbesprechung. Bin gebürtiger Münsteraner. Ui. Ja, bin aber schon mit 6 Monaten nach Aachen gekommen, habe das Aachen-Gen oder das Alemannia-Gen also schon frühzeitig aufgesaugt. War beruflich ziemlich viel unterwegs. Und bin seit ein paar Jahren aber wirklich fest in Aachen verwurzelt. Danke, Ralf. Usama Momen, 43 Jahre alt, verheiratet, 3 Kinder. In Aachen geboren und aufgewachsen, Schule besucht, dann irgendwann mal zum Studium Richtung Köln und nach dem Studium schnell aus Köln geflüchtet und zurückgekommen. Also eigentlich hier nicht nur fest verwurzelt, sondern nie irgendwo anders verwurzelt gewesen. Rechtsanwalt in Aachen, eine Kanzlei in Aachen und auch mit der Alemannia fest verwurzelt und die Verwurzelung soll in Zukunft noch ein bisschen stärker sein und ein bisschen stärker vonstatten gehen und wir hoffen, dass wir mit dem Team 2, wie es jetzt im Rahmen der Vorstellungsrunde benannt wurde, ein bisschen was bewegen können und ein bisschen alte Strukturen ein bisschen erneuern können und in eine, ich will nicht sagen bessere Zukunft, aber vielleicht eine kommunikativere Zukunft starten können. Ja, hallo zusammen, mein Name ist Andreas Görtges, ich bin 40 Jahre jetzt alt, bin seit 1997 als Gründungsmitglied im Fanclub Eurego Kings unterwegs, bin also langjährig bei vielen, fast allen Auswärtsspielen und Heimspielen, habe für Alemannia Handball gespielt und bin dann über die Abteilungsleitung in den Verwaltungsrat gekommen. Bin da in der aktuellen Amtszeit im Verwaltungsrat unterwegs und habe mich dann in das Team mit eingefunden und gefunden, dass ich hier Mitstreiter habe, die ähnlich denken, ähnlich ticken wie ich und ja, schauen, dass wir da den Verein ein Stück weit nach vorne bringen. Mein Name ist
Name ist Heiko Platz, ich bin der älteste Sack im Team. Ich bin 57, in Aachen geboren, zur Schule gegangen, musste dann auch nach Köln zum Studium. War zum ersten Mal 1975 auf dem Tivoli, da waren die meisten noch hier im Kindergarten. Also im Team. Und ich bin auch Rechtsanwalt hier in Aachen, ich bin mal selbstständiger Rechtsanwalt in Aachen und möchte mich als Beisitzer bewerben im Vorstand. Es soll ja auch ein Volljurist mit dem Team sein, das ist dann auch meine Aufgabe. Und ja, wie wir alle renne ich darauf, dass wir Alemannia wieder in besseres Fahrwasser bringen. Hallo zusammen. Marcel Roberts, mein Name, 38 Jahre jung. Ich bin Inhaber der Voss-IT, bin schon seit langer Zeit bei Alemannia als Entweder-Fan oder als Sponsor unterwegs und finde, dass einiges anders laufen könnte. Das wollen wir in Zukunft gemeinsam versuchen und haben uns dafür alle entschieden, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Gemeinsam heißt, wir als Team gemeinsam, als Aufsichtsrat, als Präsidium, wir als Fans gemeinsam, wir als Öscher gemeinsam. Das ist das, was wir erreichen wollen, was wir aussagen wollen, was wir mit euch zusammen machen möchten. Und wir freuen uns gleich auf eure Fragen. Ja, ich bin der Letzte im Bunde. Tobi Fischer, mein Name. Ich bin 42. Bin selbstständiger Steuerberater in Aachen, soll also das Amt des Schatzmeisters bekleiden. Bin seit 2005 Mitglied, aber schon länger auf dem Tivoli unterwegs. Und ja, würde mich freuen, sagen wir mal, in eine gemeinsame neue Zukunft mit Alemannia zu starten. Bin auch eigentlich immer hier geblieben, war nie zum Studium weg, sondern eigentlich immer schwarz-gelb verwurzelt. Und insofern ja, wäre mir das ein sehr, sehr großes Anliegen. Mir fällt gerade auf, ich bin der Einzige, der nicht auf dieser Stufe steht. So, dann lassen wir das heute Abend mal. Einfach auf Augenhöhe, das ist ja unser Motto. Wem ist es aufgefallen? Einer fehlt. Ja, Malte. Malte fehlt. Malte hat am Sonntagmorgen seine Kandidatur zurückgezogen. Schwere gesundheitliche Gründe. Wir können es nur begrüßen, dass er rechtzeitig den Schlussstrich, den Checker gezogen hat, muss man ganz offen sagen. Malte lebt und brennt für diesen Verein. Der lebt und brennt auch für seine Arbeit. Man muss ganz offen sagen, es war einfach zu viel. Ja? Er hat gesagt, Leute, es funktioniert. Ich bin Klotz am Bein, es funktioniert. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass er das, ich sag mal, selber rechtzeitig erkannt hat, lieber 3 Wochen vor der Wahl zu sagen, Leute, es funktioniert nicht, als 3 Tage nach der Wahl. Deswegen sind heute nur 6 Leute da, zukünftig werden auch nur so 6 sein. Wir haben das Ganze schon mit Herrn Barmer gestern besprochen, da der Malte sich als Beisitzer beworben hat. Fehlt jetzt, sag ich mal, keiner in einer entscheidenden Rolle. Er fehlt uns als Typ, das ist klar. Das bedeutet also, wir würden dann in der nächsten Jahreshauptversammlung, erstes Halbjahr 2022, dann diesen Posten aufstocken. Weil natürlich ja jetzt keiner mehr zur Wahl zugelassen wird, was sicherlich gleich auch noch ein Thema sein wird. Dann darf ich jetzt mal die Fragerunde beginnen. Und ich habe vor kurzem einen Presseartikel gelesen von unserem schönen Reporter Pauli, war es glaube ich, über das Team 2 und da waren einige Schlagwörter aufgeführt. Mehr Transparenz, Nähe zu dem Verein, Fußballspieler aus der Region heranführen in die erste Mannschaft. Und da ist jetzt mal meine Frage, vielleicht kann man in kurzen Stichworten zu diesen Schlagworten vielleicht mit Worten begleiten aus eurer Sicht, was ihr dann in den einzelnen Abteilungen oder als Präsidium dann bewegen wollt und wie die Nähe zu der Mitgliedschaft dann in Zukunft geprägt ist und auch gewisse Transparenzen, die haben wir ja auch erfahren dürfen im weitesten Sinne in den letzten Jahren, dass das immer sehr holprige Wege waren. Sagen wir mal so, alle 6, also eigentlich alle 7, die hier stehen, waren bei jeder Abteilung. Sind zu jedem Abteilung hingegangen, haben montagsabends um halb
10 mit dem Damen in Eschweiler in leichten Nieselring, nee, was Ring, weiß ich nicht, auf jeden Fall haben wir gestanden. Das heißt, wir sind auf jede Abteilung zugegangen, haben mit jedem Abteilungsvorsitz, mit jeder Abteilung gesprochen, die mit uns sprechen wollten. Und dabei kam eigentlich das raus, was wir uns wünschen, nämlich offene und ehrliche Kommunikation. Ja? Dass eine Abteilung, die einen Sponsor findet für 200 Euro, das ist im Profifußball natürlich nicht viel, aber für den einen oder anderen, die eine oder andere Abteilung ein wirklicher Batzen Geld. Und da wurde uns berichtet, es dauert 6 Wochen, bis das Präsidium darüber entschieden hat und es unterschrieben hat. Dann ist dieser 200-Euro-Sponsor in der Regel abgesprungen. Das heißt, wir stemmen es aus eigenen Mitteln. Das ist jetzt mal ein plakatives Beispiel, symbolisiert aber, glaube ich, einfach die Haltung, das Nicht-Miteinander, was im Moment aus unserer Sicht herrscht. Ja, auch zum Beispiel mit heute Abend. Wir haben diese Einladung bekommen, Andi, das ist schon ein paar Wochen her. Das war noch kommuniziert mit dem vorherigen Vorstand. Genau. Ja. Mit dem Gregor. Ja. Ja, genau. Also das ist jetzt nicht diese Woche irgendwie entschieden. Das ist schon länger her. Wir sind zu 6 hier. Also wir sind heute vollzählig angetreten. Ich lasse den Rest des Satzes unausgesprochen. Wir möchten gerne die Alemannia wieder zusammenführen, als den Verein, dass Leute untereinander sprechen. Was uns teilweise gesagt worden ist, es gibt Leute, es gibt Menschen, es gibt Mitglieder in diesem Verein, die wissen gar nicht, dass es eine E-Sports-Abteilung gibt. Das wissen die nicht. Was ist das? Ja, also, das wissen sie nicht. Das wissen sie nicht. Dann haben wir Folgendes gemacht. Wir waren beim Training der ersten und zweiten Damenmannschaft und haben uns da kurz vorgestellt und kurz Hallo gesagt. Und haben dann gesagt, man spielt ja eigentlich, ja, an dem und dem Tag, einem Hasselholzer Weg, an der Tivoli. Ja, so sind wir da. Also erst Hasselholzer Weg, danach Tivoli. Und wir haben was gesagt, Mensch, wir waren eine Woche vorher bei der E-Sports-Abteilung auf der Mitgliederversammlung und haben gedacht, das wäre doch ein cooler Schachzug. Haben die angerufen und gesagt, habt ihr nicht Lust, mal ein Damenspiel zu gucken? Ja, und kaum kommt sie ins Stadion, sitzen die da. Jetzt mal ehrlich, Gregor, das hättet ihr sonst vermutlich nicht gemacht. Nee, also, hätten wir auch nicht. Es geht einfach darum zu sagen, dass es eine Damenmannschaft gibt. Du wusstest nicht, dass es eine Damenmannschaft gibt. Gut, die Damenmannschaft wusste nicht, dass es nicht so ist. Jetzt weiß ich, dass er auch Damen macht. So. Also es ist jetzt natürlich nur ein plakatives Beispiel, aber dass man einfach sagt, dass wir untereinander einfach mal kommunizieren, dass man miteinander diesen Verein wieder lebt. Ja? Natürlich ist die Profimannschaft das Aushängeschild. Das ist, glaube ich, jedem hier in diesem Raum, jeder Abteilung klar. Aber ich bin Präsident und ich möchte Präsident werden von ganz Alemannia. Das bedeutet eben auch, dass man jede Abteilung zumindest besucht. Und dafür stehen wir eigentlich ein, deswegen sind wir 6, uns sieht man wirklich viel bei den verschiedenen Veranstaltungen, weil es uns einfach wichtig ist. Was ich damit sagen wollte, was uns ja, sag mal, negativ ausgelegt worden ist, verständlich, wenn man nicht die Erklärung dazu hat. Wir möchten kein Athletic Bilbao werden, wo wir sagen, wir haben nur Spieler aus der Region, also nur Leute, die den Tivoli sehen können. Ist auch eine Maßgabe, wollen wir aber gar nicht. Was wir einfach machen, was wir gesagt haben, ist, wir möchten gerne verstärkt Leute aus der Region in die Alemannia gewinnen. Das ist junge Menschen, das Ziel eigentlich haben muss, wenn ich Fußball spiele auf einem höheren Niveau, dann ist es Alemannia. Das möchten wir gerne haben. So, das Gleiche gilt natürlich für niederländische und für belgische Clubs genauso. Ja? Und dass wir dann sagen, wir möchten gerne die A-Jugend so ausgebildet haben, dass dort jedes Jahr potenzielle Spieler nach oben kommen, das ist eigentlich unser höchstes Gut. Das wollen wir eigentlich auf jeden Fall erreichen. Das wird nicht immer klappen, das wissen wir auch. So gläubig sind wir dann auch nicht. Ja? Aber das soll zumindest
langfristig oder mittelfristig angegangen werden. So, jetzt muss ich schon trinken. Wer wollte was dazu sagen? Nein, also es ist genau richtig. Wir werden nicht zu Athletic Bilbao werden. Vielleicht langfristig. Vielleicht kann uns das gelingen. Ich glaube, es ist aber entscheidend, dass wir überhaupt mal einen Schritt dahin gehen, dass jugendliche Spieler wieder regional gebunden werden, dass die das Ziel haben und sagen, es gibt eigentlich nur einen Verein, für den ich spielen möchte, in der Jugend und auch im höheren Bereich. Da muss man auch wieder versuchen, dann Jugend darüber zu binden, dass man nicht nur die selber ausbildet, sondern auch die Vereine in der Region mitnimmt, sodass man also guckt, dass man den einen oder anderen Kooperationsverein wieder gewinnt, mit dem eine Win-Win-Situation bildet, dass man also sagt, okay, wir bilden euch eure Trainer mit aus, wir binden euch mit ein. Auf der einen Seite gehen dann die guten Spieler rüber zu Alemannia, auf der anderen Seite kommen aber auch Spieler, die es nicht geschafft haben, wieder zurück zu den Kooperationsvereinen, vermeintlich besser ausgebildet dann wieder. So ist es dann eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Ich glaube, es ist vermessen zu sagen, dass wir hier irgendwie hochziehen wollen und nicht irgendeine Gegenleistung dazu bieten können. Und auf der anderen Seite muss es auch ganz klar sein, dass eine Durchlässigkeit von der A-Jugend hoch in die Profiabteilung dann auch wirklich gegeben wird und vorgelebt wird. Und das muss dann letztlich vom Trainerstab auch umgesetzt werden. Das wird nicht immer jedes Jahr klappen, aber zumindest in der Tendenz ist unsere Vorstellung, dass es 3 bis 4 Jugendliche, wenn irgend möglich, jedes Jahr schaffen sollen. Aus der Praxis noch ein bisschen ein kleines Beispiel. Die Jungs vom Ralf und meine Jungs spielen beim BTV in Aachen, sind da bei den Bambinis und wir sind öfter da auf dem Platz oder regelmäßig auf dem Platz und dann sehen wir, dass die Kleinen da alle rumlaufen und die Kleinen haben alle Trikots an von Dortmund, von Leverkusen, von München, von Köln, von Real Madrid, von Paris Saint-Germain, von Juventus, von was weiß ich was. Und dann sieht man unter den 350 Jungs, die da rumlaufen, sieht man exakt keinen einzigen, der ein Alemannia-Trikot anhat. Außer wir beide. Das war anders. Aber das fällt vielleicht dann nicht mehr jedem auf, aber uns beiden ist es halt aufgefallen und wir haben gesagt, liebe Leute, ja, das kann es doch nicht sein. Wo sehen wir das nicht? Wir sehen das nicht in Köln auf den Jugendplätzen, wir sehen das nicht in Leverkusen auf den Jugendplätzen, wir sehen das nicht in Gladbach auf den Jugendplätzen. Da sagen die Kleinen in der CFD, was weiß ich, welche Jugend oder auch bei den Bambinis, ich will irgendwann in der Bayer Arena spielen. Da wollen wir vielleicht nicht unbedingt spielen. Oder ich will irgendwann die Raute tragen, das wollen wir vielleicht auch nicht unbedingt haben. Oder den Geißbock. Ja, man muss mal sagen, ich will meine Raute abholen. Ja, und dann mit der Raute abholen. Aber das ist halt auch was, wo wir sagen, da muss man wieder hinkommen. Die Begeisterung und das Funken in den Augen, irgendwann will ich hier am Tivoli für die Alemannia spielen, auch wenn es erst in 7 oder 8 oder 9 oder 10 Jahren ist und vielleicht auch nicht so ganz realistisch für jeden Jugendlichen, dass man irgendwann in der Profimannschaft spielt. Aber das muss ja irgendwann mal wieder sein, dass man sagt, geil, der hat ein Alemannia-Trikot an, geil, der macht was, der tut was. Und nicht, ja, mit Alemannia, vierte Liga, sind die jetzt eigentlich vierte oder fünfte Liga und die kennt doch kein Schwein mehr und die Spieler kenne ich auch nicht. Das ist doch einfach nur traurig, ganz ehrlich. So, ja. Mein Name ist Horst Heinrichs. Ich war von 2002 bis 2009 Präsident von diesem Verein. Und mir geht durch den Kopf, wie wollen Sie als Präsidium des Vereins es schaffen, dass Sie über den Aufsichtsrat auf die Profiabteilung irgendwelchen Einfluss nehmen können? Ja, es ist sicherlich ein Thema, was nicht ganz einfach ist. Was wir erreichen möchten, ist, auf der einen Seite gibt es natürlich den Verein, wissen Sie selber, da ist es so, dass wir auf den Breitensport letztlich einwirken und für den Breitensport da sind. Im Aufsichtsrat haben wir ja die 3 Mitglieder, die aus dem Präsidium kommen und eben im Aufsichtsrat sitzen, beziehungsweise 2 Mitglieder, die dann eben auf der Versammlung gewählt werden. Nur auch für die anderen, damit die es auch wissen, die wissen es wahrscheinlich sicher. Wir möchten über den Aufsichtsrat natürlich ein Stück weit Einfluss nehmen auf Herrn Bader und die Geschäftsführung oder ob es irgendwann einen anderen gibt, wer auch immer das sein mag.
Was wir erreichen möchten, ist, dass wir Leitplanken vorgeben, in denen sich der Verein bewegt. Dass es also eine Idee gibt, was möchte Alemannia als Verein darstellen? Wie möchten wir aussehen? Was ist unser Alleinstellungsmerkmal? Und ich glaube, da ist es entscheidend, dass man halt sagt, okay, das und das sind die Ideen, die Richtungen. Und dann soll sich der Geschäftsführer natürlich innerhalb dieser Leitplanken frei bewegen können. Ich meine, dafür ist er eingestellt, wird ja auch ein bisschen Geld verdienen und muss dann natürlich in enger Absprache mit uns eben agieren. Ich sag mal so, es gibt ja verschiedene Herangehensweisen an diese ganzen Themen. Das erste Thema ist eine Grundstimmung, die wir versuchen wieder zu etablieren. Da gehört das Trikot zu, da gehört aber auch zu, dass jeder Mensch, der hört, man möchte für die Alemannia was tun, erstmal mitleidenswert auf einen guckt, einem auf die Schulter klopft und sagt, ach ja, man will das wirklich machen. Sie wissen das selbst, wie mit Menschen teilweise umgegangen wird, die bei Alemannia was versuchen zu bewegen, was machen möchten. Ja, und das ist etwas, da können Sie über die letzten 20, 25, 30 Jahre gucken, alle sind vom Hof gejagt worden, alle. Es ist egal wer, jeder, der was leisten wollte, ist immer vom Hof gejagt worden, sei es ein Präsident, ein Hauptsponsor oder irgendwas, jeder war große Vorlauf, wenn das nicht so funktioniert hat, wie Alemannia sich das vorgestellt hat. Ja, Entschuldigung, wir müssen ganz klar sagen. Ja, und das ist etwas, das ist erstmal eine Grundhaltung. Die Grundhaltung heißt ja erstmal, kommt man meistens mit Respekt und Gesprächen sehr viel weiter als mit anderen Themen. So, das ist eine Grundhaltung, die bei Alemannia seit Jahrzehnten aus meiner Sicht nicht vernünftig funktioniert. So, und das ist etwas, das mag ein kleines Puzzleteil von vielen sein, ne? Aber nochmal, wir haben es selbst erlebt und das ist das, woran wir noch arbeiten müssen. Wir merken jetzt schon, wie man an jeder Stelle immer wieder gegeneinander kämpft, wie man überall an jeder Stelle blockiert wird. Das ist egal für was. Ne? Man tut was Gutes, man möchte schnell irgendwo einen Bus für die Jugend bezahlen, dann wird man blockiert. Da kommt jemand an und sagt, hör mal, finde ich aber nicht gut, das jetzt mal. Ne? Das ist etwas, ich verstehe manchmal diese Grundhaltung, diese Mentalität nicht. Ne? Wir müssen doch zusammen in eine Richtung gehen und das ist doch diese, ja, klingt immer schön vorher. Ne? Natürlich, das will jeder so haben vorher. Aber das ist doch, woran wir arbeiten müssen. An dieser Grundeinstellung, wie wir zusammen in eine Richtung gehen als Verein, sprich die Leute, die fürs Präsidium kandidieren und die Leute, die für den Aufsichtsrat kandidieren, müssen das Gleiche mit der GmbH machen. So, und das ist doch etwas, deswegen treten wir als Team an, dass wir als starke Einheit irgendwo hervorgehen. Unser Wunsch ist es, dass wir auch als Einheit irgendwo natürlich gewählt werden, weil man da Leute hat, denen man vertraut, dass man Leute hat, mit denen man einen Plan hat, wie man genau das erreichen kann, was wir erreichen wollen. Und darum geht es uns gerade. Ich gebe Ihnen recht, dass die Wahl ist offen, die Wahl ist frei und da muss geguckt werden, was passiert. Jeder, der, ich sag mal, mit unseren Vorstellungen übereinstimmt, ne, besonders mit dem, was auch gerade der Osama sagt, mit den die Trikots, die Liebe, das Schwarz-Gelbe in der Stadt wieder, sorry, der muss an der richtigen Stelle ein Tänzchen gehen, beziehungsweise ein Kreuzchen machen. Ja, und jeder hat die Verantwortung, jeder kann selbst entscheiden, was ist das Beste für den Verein, den man doch angeblich liebt, wo man aber so viel drüber weg hat immer. So, und das ist das, wo ich glaube, dass wir insgesamt ein anderes Stimmungsbild schaffen müssen. Es ist ja auch so, klar, wir stehen hier mit 6 Leuten, waren 7, da steht aber ja auch ein ganzes Team hinter. Ne? Also es ist ja nicht so, dass nur wir hier stehen, sondern es sind durchaus Leute, die uns unterstützen wollen und werden. Es sind viele Gespräche im Vorfeld bereits geführt. Also auch die Leute sorgen ja mit dafür, dass sie eingebunden werden. Und letztlich, und das ist mir vor allem ganz wichtig, ist ja auch jeder aufgerufen, mitzuhelfen. Ich meine, ich bringe da immer wieder gerne das Beispiel Stefan Wamper. Wenn ich sehe, wie viele Angebote der bereits gemacht hat, teilweise werden sie dann wahrgenommen, teilweise werden sie nach kurzer Zeit nicht mehr wertgeschätzt. Ich glaube, da muss es wieder hingehen, dass jeder, der eine Idee hat, die gerne umsetzen will, Unterstützung erfährt, um diese Idee umzusetzen, um dann gemeinsam auch daraus wieder ein kleines Puzzlestück in die richtige Richtung zu schaffen. Dass eben solche Sachen, wie wir sie wirklich erfahren haben, 200-Euro-Sponsor, 6 Wochen lang, ist das Präsidium nicht in der Lage, diesen Antrag zu unterschreiben, dass das eben nicht passiert. Wir arbeiten alle 5 bis 10 Minuten Fahrzeit voneinander entfernt. Es vergeht kaum einen Tag, wo sich einer von uns immer noch nicht trifft. Ja? Also wir sind auch, da muss ich echt sagen, wir sind mittlerweile auch echt befreundet. Also es ist nicht mehr als eine Arbeitsgemeinschaft. Und zum Thema Blockade, das ist gerade hier angesprochen worden, das möchte ich jetzt mal wirklich bei den treuesten Fans hier einfach mal sagen. Dieses Team
hat einen Bus gesponsert für zwei Auswärtsspiele, der U15 und der U17, nach Paderborn und nach Lippstadt, also auch nicht um die Ecke. Da sagen wir einfach, weißt du was, die Jungs sollen auch mal mit dem Bus fahren, mit dem großen Reisebus. Das haben wir gemacht. Irgendeiner hat das gepostet, hat gesagt, Mensch, danke an das Team, das finden wir super. Das haben wir erstmal gemacht. Dann kommt am Spieltag einer auf die Idee und sagt, hör mal, der Freundeskreis, würde ich gerade sagen, der, bitte? Förderkreis. Hör mal, sollen wir da nicht mit einsteigen, so eine super Sache. Wissen, was gesagt wird? Ist ja typisch. Die organisieren Bus und dann bezahlen die dir nicht. Was willst du denn dagegen sagen? Das hätte kein Schwein interessiert. Das hätten wir auch gar nicht publik gemacht. Das machen wir einfach, weil wir sagen, wir finden das eine super Sache. Punkt. Diese 6, die eigentlich 7, das war ein Entwicklungsprozess, muss man ganz offen sagen. Es gab verschiedene Richtungen, es gab verschiedene Konstellationen, ja. Ich kannte sie alle und irgendwann haben sich dann diese 6 zusammengefunden. Also das war ein Entwicklungsprozess. Also ich habe jetzt nicht mein Telefonbuch aufgeklappt und ruft die 6 mal an und sagt, komm, habt ihr nicht Lust, ihr habt ja sonst nichts vor. Sondern das war wirklich ein Prozess, der über Wochen und Monate ging und viele Treffen in meinem Büro haben stattgefunden. Sehr viele Videokonferenzen an den ungewöhnlichsten Orten. Lieber mit der Domweb, ich war meistens am Flughafen. Also das, was wir hier haben, ist wirklich so, wo wir untereinander auch gesagt haben, wir verstehen uns, wir 6 verstehen uns, wir denken in die gleiche Richtung, sind nicht immer alle einer Meinung, ist da auch vollkommen klar, aber es wird auf eine vernünftige Art und Weise wird es diskutiert und geklärt. Und deswegen glauben wir wirklich, dass wir haben auch einfach Lust zu, muss man ganz offen sagen. Ich glaube schon, dass wir das Ganze hinkriegen. Die nächste Veranstaltung von dem anderen Team, was allerdings vom Team organisiert wird, nicht von der Fan-EG. Das möchte ich nochmal in dem Zusammenhang sagen. Wir hatten es versucht, aber sie hatten keine Zeit für uns im weitesten Sinne. Aber trotzdem den 6, die heute den Weg hierher gefunden haben, herzlichen Dank und viel Glück bei der Wahl. Da war noch mal eine Wortmeldung. Ja. Eine Kleinigkeit habe ich noch, und zwar morgen, allerspätestens übermorgen, wird unsere Homepage online gehen, um uns noch mal kurz vorzustellen, und auch die Facebook-Seite, die wir dazu erstellt haben. Es wäre super, wenn ihr die dann eventuell mitverbreiten könntet. Da steht auch noch mal das Konzept genau zum Nachlesen, wie wir es unter den Fanclubs verteilt haben und auch schon mit den Abteilungen halt Regeln besprochen haben. Also würde uns sehr freuen, wenn ihr uns da helfen würdet, dass wir die beiden Sachen da ein bisschen verbreiten. Ich würde jetzt vorschlagen, wenn es eurem Sinn entspricht, 5 Minuten und eine kleine Raucherpause, und dann machen wir mit der zweiten Abteilung weiter.